Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem Kanal Funflug LP. Das ist jetzt schon meine vierte Aufnahme, weil es funktioniert einfach nicht so richtig. Okay. Ich habe hier schon ein Video hochgeladen, oder sollte zumindest schon hochgeladen sein, ein Video von Team Hospital. Wer denn Interesse dran hat, der soll dann bitte mal bei dem Video schauen, wenn es schon oben ist. Wenn nicht, dann ein, zwei Tage warten, dann wird es definitiv da sein. Ich habe mir erst vorher überlegt, Rollercoaster Tycoon 3 zu machen, nur ich hatte das Spiel nicht und da habe ich erstmal Team Hospital angefangen. Ja, also mittlerweile habe ich mich entschlossen, ich werde doch Rollercoaster Tycoon 3 machen, weil interessantes Spiel, noch nie gespielt und möchte natürlich gerne euch auch was anderes präsentieren als nur Eco-Shooter oder sonst irgendwas. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe soweit alles eingestellt und ja, wie gesagt, ich weiß über das Spiel gar nicht Bescheid. Ich hoffe, es läuft da flüssig durch. Weil ich hoffe, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, das Gezucke. Ich weiß es leider nicht. Ja, ich hoffe, das Spiel läuft. Sollte aber eigentlich laufen. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht. Ich mache es mal hier auf Pause. Weil wir müssen erstmal alles einstellen. Wie gesagt, das ist alles für mich neu. Ich weiß nicht genau, okay. Man muss das Spiel erstmal natürlich kennenlernen, das ist klar. Das ist ja bei jedem Spiel so. Und ich würde sagen, ich fange hier erstmal an, was zu bauen. So, was machen wir denn hinten hin? Ich weiß, man könnte jetzt noch mehrere Sachen holen. Da gibt's, ich habe mal bei Freaky das mal geschaut, aber Freaky ist nicht mehr so in der Welt, aber ich habe bei Freaky mal geschaut und der hat ja, wie kann man das drehen? Oder geht das gar nicht zu drehen? Moment mal eben. Direkt löschen, ja. Wie gesagt, Freaky hat das auch immer gezockt und ich fand das immer ganz witzig eigentlich. Kann ich das hier drehen? Ah, okay. So, wo ist denn der Eingang jetzt hier? Ich sehe das gar nicht. Und ich weiß nicht, ich bin aber freaky, ich bin nicht so freaky, ja, ich habe den mal gemocht, aber mittlerweile ist es nicht mehr meins. So, wie kann ich denn hier weitermachen? Moment, ich muss das mal hier rausfinden, wie das alles funktioniert, weil das ist für mich jetzt natürlich noch neu. Hier waren auch irgendwo diese Wege. Zäune. Mal gucken hier. Laub. Feuerwerk. Selbstdefinierendes. Mal gucken, wie das alles geht. Weil, wie gesagt, das ist alles für mich noch neu. Andere Bahnen. Streckendesign. Was ist das hier? Parkbetrieb. Pflanzen. Jo, muss ich auch mit klarkommen, weil das ist für mich komplett neu. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Mit Wasser, was ist das? Ach, das ist die Erhöhung und Kram. Ja, ich weiß gar nicht, wo kann man denn hier jetzt Wege raussuchen? Wege, muss ich ja mal gucken, wie das alles funktioniert. Irgendwann weiß ich das natürlich, aber das wird einen Moment dauern. Das ist aber bei jedem Spieler, muss ich das mal ein bisschen kennenlernen. Bei Team Hospital, das habe ich zwar auch früher mal ganz gerne gezockt, das ist auch ein sehr, sehr altes Spiel. Und da habe ich richtig Bock drauf gehabt, das mal zu zocken. Ja, ich weiß gar nicht, aber kann man jetzt hier Wege bauen? Bin ich doof oder so? Fahrzeuge, Besucher, Finanzen, Details, Wartung, Kunden, Testergebnisse. Außerdem fällt mir gerade ein, ich nehme mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf. Und da muss ich ein bisschen aufpassen wegen den Gigabyte. Das frisst eine ganze Menge. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich weiß gar nicht, wo kriegt man denn hier jetzt Wege? Ich weiß es echt nicht. Ne, das ist Wasser. Terrainstruktur. Ne, das ist auch nicht das. Ja, Parkbetrieb. Hier kann man die Finanzen und Kram sehen. Okay. Was haben wir hier? Daten, Speichern, Steuerung, Karten. Ja, Objekt löschen, Terrain.
Szenario. Laub. Ist das nicht bei Laub dabei? Nee. Das ist Erhöhung und so weiter. Was haben wir hier noch? Speisen, Getränke, Strände, Einrichtungen. Oh je. Ihr seht schon, das wird ein bisschen schwieriger, weil das ist, das Spiel ist gar nicht so klein. Wasserbahnen, aufregende Fahrt, Kinderwagen, Achterbahn. Ja, wir... Was ist denn das? Wie kann man denn jetzt hier das bauen? Hier gibt es doch irgendwo auch Wege. Wasserbahn. Was? Sanfte Fährten. Transportbahnen. Andere Bahnen und Attraktionen. Müssen wir hier ein bisschen durchschauen. Hier muss das doch irgendwo dabei sein. Stände. Einrichtungen. Laub. Zäune. Ich würde es ja mal vermuten, dass ein Zoll dabei ist, aber das ist nicht dabei. Das ist merkwürdig. Wie kann man Wege bauen? Also wie gesagt, bitte, ja, nicht so, ja, ein bisschen warten halt, ein, zwei Folgen und ja, das ist am Anfang für mich natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nämlich nicht so ganz genau, wo alles ist, deswegen bitte ein bisschen Nachsicht haben. Was haben wir hier? Regulärer Weg. Ah, okay. Ah ja, ich verstehe. Bei Wege. Okay, einfach bei Wege. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Wie kann ich denn jetzt hier die Warteschlange weitermachen? Nein. Das ist richtig, aber wie kann ich hier die... Nee. Moment. Nein. Nee, ich will eigentlich... Okay. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich die Wege machen kann. Was ist das hier? Warteschlange. Achso, okay. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ich würde sagen, wir gehen noch hier vorne noch ein bisschen hin. So. Okay. Nein. So, dann gucken wir mal in die Einstellung rein. Machen wir die Einstellung von dem Teil hier. Machen wir 1,50 und dann machen wir das mal gleich auf Eröffnen. So, wir müssen, glaube ich, wo kann ich das sehen? Genau, hier kann ich das sehen. Besuch im Park 400, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann baue ich erstmal alles aus. Nehmen wir ein paar Fressbuden hin. Mal Burger dahin. Was kann ich wissen? Ach, hier ist vorne, okay. Hier eine Fressbude hin. Am Anfang wird das wahrscheinlich für mich ein bisschen schwierig, weil wo ist denn hier vorne da? Weil, wie gesagt, das ist für mich ein komplett neues Spiel. Ich muss damit klarkommen. Und ist ja klar, dass ihr das am Anfang halt auch seht, dass ich sehr, sehr lange brauche. Aber das müsst ihr halt, ja. Müsst ihr halt verstehen. Das ist halt, ist ja klar. Jeder, wenn man anfängt mit den Spielen, ist ja klar. So. Wo kann man das nochmal einstellen? Das geht hier, nee, das geht hier nicht. Okay, das ist vom Preis her ganz gut. Gehen wir hier weg von dem und dann bauen wir... Was haben wir denn noch hier Schönes? Ach nee, hier will ich ja gar nicht hin, das ist ja falsch. Da muss ich hin. Kinderachterbahn, nein. Karussell könnte ich hier noch mit hinbauen. Jetzt weiß ich noch nicht, wo der Ausgang ist. Das wird sich aber gleich zeigen. Nee, das zeigt sich irgendwie nicht. Ja, so. Ah ja, okay. Das kann man dann selber... hinbauen. Das ist, glaube ich, der Eingang. Oder ist das der Eingang oder ist das der Eingang? Ach nee, das ist hier der Eingang, das andere ist der Ausgang. Okay, dann müssen wir das nochmal ändern. Wie kann ich das nochmal ändern? Betriebsmodus, nein. Ja, das ist für mich, wie gesagt, alles noch ein bisschen schwierig. Ich lösche das einmal mal hier. Mach's immer nochmal neu. So, jetzt. Karussell dahin. Ja, mit dem Standteil, das ist der Eingang. Okay, ich verstehe.
Gut. Hier haben wir die Wege und dann müssen wir die Warteschlange mal ein bisschen erhöhen. Also ein bisschen größer machen ist ja auch klar, weil es werden ja mehr Menschen da kommen. Und hier gebe ich hier nicht so viel auf Optik. Mir ist eher wichtig, dass es läuft. So, das können wir wegmachen. Ist ja auch klar, am Anfang ist das halt so. So, dann können wir auch gleich hier die Einstellung machen. Das ist falsch, hier ist die Einstellung. Machen wir auch mal 1,50. So. Eine Achterbahn steht schon. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das auch so. Bauen das mal in den Weg hier lang. Normalen Weg. Ja, das ist glaube ich der. Ja. Würde ich sagen, dann bauen wir erstmal hier einen Weg hin und lang. Upsala. Und hoch. Und bauen dahinter was an. Was wir dahin bauen, mal gucken. Verdammt. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, also bitte nicht wundern. Ich wiederhole es immer wieder, ich weiß, aber... Huch. Es wird am Anfang halt immer so sein, dass ich erstmal mit dem Spiel klarkommen muss, aber das muss auch jeder, also... es gibt, glaube ich, keine Menschen, die auf Anhieb sofort ein Spiel kapieren. Obwohl, es gibt auch Spiele, die man sofort, wo man sofort mit klarkommt. Aber, ist halt nicht unbedingt immer so. So, Eingang, Ausgang. Machen wir gleich die Wege hier fertig. Halt, das kann weg, das brauchen wir nämlich nicht. So, und die Warteschlange wie immer ein bisschen länger. Da könnte man rein theoretisch dann da noch was hinsetzen, wenn man das möchte. Was, glaube ich, irgendwas Kleines noch hier gibt. Mal gucken, Karussell haben wir schon. Nee, das passt ja da nicht hin. Was haben wir hier noch? Ne, Topspin, das passt ganz hier da nicht hin. Verrückter Golf. Was? Was ist denn das jetzt? Oh je. Oh je. Muss gerade mal eine Runde gehen. Na ja, Gott. Ne, dann lassen wir das so. Dann bauen wir hier ein nächstes Teil auf. Achso, erstmal müssen wir das noch einstellen. Können wir gleich anmachen. Und dann auf 2,30 €. Gott, das ist fertig und dann machen wir hier noch so ein Luftkatapult. Das stellen wir mal hier so hin. Der Ausgang ist eigentlich, vom Grund her ist der Ausgang eigentlich egal. Was kann man, hört überhaupt keine Mucke, merke ich gerade. Ich habe die Mucke zwar eingestellt, aber nicht so laut, weil ich weiß nicht, ob das dann GEMA-Probleme gibt oder so. Moment, ich gehe mal, wo war denn jetzt hier die Einstellung? Objekte und Optionen, Einstellungen, hier haben wir es doch. Metrisch Celsius. Ich höre eigentlich gar nichts. Ist das normal? Keine Ahnung. Das kann gut sein, dass es normal ist. So, das machen wir auf 2 Euro. Machen wir 2,10 Euro. So, ich weiß gar nicht, ob die Wartungsleute, ob man die einstellen muss oder ob die automatisch da sind. Das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. So, was bauen wir denn jetzt noch? Sitzschwinger, den können wir mal hinten hinbauen. Man könnte auch noch eine Achterbahn bauen, aber die baue ich dann zum Schluss. Das kommt jetzt erstmal noch nicht. So, Warteschlange. Die kann ruhig ein bisschen länger ausfallen, das ist nicht so schlimm. Weil wir haben hier nur so oder so noch genug Platz, von daher ist das hier das Problem. So, dann stellen wir die auch wieder ein auf an und machen die mal auf 1,20 Euro. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen billig, ich muss das erstmal ein bisschen hier mit rauskriegen. Wenn ihr diese komische Mucke, die so ein bisschen am Stottern ist, gehört habt, das ist glaube ich ein Tycoon. Also eine Rollercoaster-Problem, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ja, komm, wir stellen einfach hier so hin, das ist schon okay. So, die Warteschlange hier hin und der Ausgang hier hin. So. Die Warteschlange wie gewohnt, wieder so ein Riesenteil. Also groß wie es geht natürlich. So, das reicht doch erstmal. So, ja, das passt vom Preis her, das können wir auch gleich wieder anschalten. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. So. Und das nächste. Was haben wir da noch Schönes? Verrückter Golf. Achso, das ist dann eine Achterbahn. Ja, nee, die
Möchte ich eigentlich noch nicht bauen. Das kommt dann. Was haben wir noch Schönes? Kinderachterbahn. Ne, ich will noch keine Achterbahn bauen. Ich möchte das mir noch ein bisschen behalten. Ich würde sagen, wir machen den Pack einfach mal an. Und mal gucken, was hier so abgeht jetzt. Soweit ist auch alles an. Achso, man kann auch mit den ganzen Geräten fahren. Upsala. Was? Was will er? Keine Ahnung, das habe ich jetzt gar nicht lesen können. Achso, ich kann auch die Tastatur mit benutzen. Wie kann man denn hier mitfahren? Fahrzeuge. Wartung. Diagramme. Kunden. Ach, hier kann man das ändern. Ah, ja. Fahrbahnkamera aufrufen. Ah, okay. Oh, das ist... Oh. Upsala. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Zum Spiel zurück. Ah, ja, okay. Hätte ich fast einen Fehler gemacht. Zum Glück gab ich es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Besucher haben wir denn schon? Wo kann man das denn sehen? Irgendwo bei Statistik, glaube ich, oder so. Wo kann man das denn sehen? Personen. Okay, wir haben einen was geschafft. 500 muss ich schaffen. Ja, ich weiß gar nicht, wo kann man das... Ach, da oben kann man das sehen, genau. Hier oben ist doch die Zahl. So, ich würde sagen, wir bauen uns doch mal eine Achterbahn. Ich weiß noch nicht, wohin. Hier ist eigentlich genug Platz. Für eine kleine Achterbahn würde das eigentlich reichen. Ich würde sagen, komm, wir machen mal Pause und dann baue ich mal eine kleine Achterbahn. So eine kleine Kinderachterbahn, würde ich sagen. Karussell. Ich muss doch wieder auf die Größe drauf aufpassen. Oh, ich habe noch ein bisschen Platz. Obwohl, so viel frisst das Programm gar nicht, sehe ich gerade. Ich hätte mit mehr geachtet. Na komm, dann bauen wir mal eine Achterbahn. Wie kann man das hier drehen? Ach, hier kann man das drehen, genau. Gut. Achso, das sind, glaube ich, die Eingänge von dem Apparat. Ich muss darauf aufpassen, dass ich... Habe ich nicht genug Geld? Doch. Das. Nee. Moment, du eben mal. Hä? Warum geht denn das hier nicht? Wieso kann ich denn... Oh je. Jetzt fängt's an hier. Wie kann ich das jetzt hier... Da. Machen wir mal weg. Ach, der hat... Ach so, der hat den Weg da weggemacht. Das finde ich ja gar nicht so schön, was er gemacht hat. Das ist, glaube ich, der richtige. Ja. Gut, dann machen wir es nochmal neu. Wie gesagt, also für mich ist das komplett neu. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe zwar so ein paar Sachen geschaut mal, aber es ist nicht so, dass ich genau Bescheid weiß. Das ist halt...